Parkourlauf, gut, ich gebe zu, wir beide machen das nicht mehr. Tatsächlich hat mein Sohn das irgendwie, als er 8 war, mal so ein bisschen anprobiert, zum Glück wieder aufgehört. Und beim Parkourlauf, das ist ein Hochleistungssport, wo es eigentlich darum geht, sich auf möglichst kreative Art und Weise durch ein Gelände fortzubewegen. Und als wir vor ein paar Monaten zusammengesessen sind und eigentlich über Agile Lines hat man wieder den Certified Agile Leader umgestellt und wir haben uns zusammengesetzt, was machen wir damit, wie bauen wir das um? Und irgendwie, ich weiß nicht, in der Pause oder sowas kam die Idee, mal agile Führung als oder Parkourlauf als eine Metapher für agile Führung zu machen. Und für den Kurs hat es nicht gereicht, aber für den Vortrag hier ist ein sehr cooler Aufhänger und deshalb schauen wir uns mal an, was hat Parkourlauf, also das, was die größtenteils Jungs hier machen, ein paar Mädels werdet ihr auch noch sehen, was hat das eigentlich mit agiler Führung zu tun? Insbesondere, wenn ich mir nicht die Organisation selber backen kann, wie beim Proof, also bei uns ist alles toll, wir backen die Organisation selber, aber wenn ich in einer großen Organisation bin, gut, in der kleinen auch, aber da kommen wir jetzt nicht drauf. Also Parkourlauf, was heißt das eigentlich? Was muss ich eigentlich können, um das hier hinzubringen? Also die Vorstellung meines Sohnes war, Kamera aufbauen, machen. Autsch, tat weh. Das heißt, das braucht eine Menge Vorbereitung, eine Menge Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten kann man eigentlich in drei Gruppen einteilen da drin. Das eine sind, man muss es selber können. Also es braucht einen enormen Level an Fitness, an Koordination. Das zweite ist, die gehen sehr kreativ mit Gravitation um. Das wird noch spannend, was es ist. Und das dritte ist, die sind in der Lage, mit dem Gelände umzugehen. Und diese drei Themen möchten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Was heißt denn das eigentlich für agile Führung? Ja, danke schön. Übrigens, unser erster Parkourlauf heute zusammen, Jens. Stimmt, wir waren arbeiten schon lange zusammen, aber das erste Mal stehen wir hier gemeinsam auf der Bühne und versuchen, durch diesen Parkour hier durchzukommen. Ich gehe mal von der Bühne runter. Ja. Okay, arbeiten an den eigenen Fähigkeiten. Das ist das, was wir mit Fitness meinen, also wir müssen trainieren. Und das ist natürlich auch was, was im Sport eine Riesenrolle spielt, aber auch bei der Führung. Also wenn wir von Führung sprechen, Fitness, wie erreichen wir Fitness für Führung? Führung bedeutet zuerst mal Arbeit an sich selbst. Das ist was, was wenn wir ein Leadership-Training geben, was die Menschen manchmal überrascht. Die denken, ja, sie müssen jetzt ihre Teams irgendwie ändern oder die Organisation. Aber nein, es geht auch darum, sich selber zu ändern. Wenn wir von agiler Führung sprechen, was meinen wir da eigentlich mit? Wir meinen zwei verschiedene Dinge. Zum einen nach außen natürlich Änderungen einzuführen, aber noch viel wichtiger, innere Änderungen einzuführen. Also zum Beispiel viele von den Dingen, die Diana in der Keynote genannt hat, sowas wie Mut oder Zusammenarbeit, Collaboration, das sind ja Dinge, die eine eigene innere Haltung erfordern. Also wenn wir von innerer Agilität reden, dann meinen wir sowas wie Bewusstsein, Reflexion, wenn ich lernen will, dann muss ich ständig über mich selbst reflektieren, Situationen reflektieren, mir überlegen, was ich anders machen könnte, um persönliches Wachstum zu erreichen. Daraufhin können wir dann unser Verhalten ändern, das geht Hand in Hand, Verhalten ändert die innere Haltung, aber auch umgekehrt, also äußere Agilität zu erreichen, indem ich zum Beispiel anderen und mir selber klar darüber werde, was eigentlich meine Ziele sind, adaptives und situatives Verhalten anwende und sehr viel Wert auf Zusammenarbeit lege. Also auch damit mein eigenes Ego hinter dem Gemeinwohl manchmal zurückstelle. Wie machen wir das? Wir haben in unserem Leadership-Training so ein Entwicklungsmodell, das heißt Leadership Agility von Bill Joyner. Wer kennt das? Okay, einige kennen das. Und das besteht, wer kennt 5 Level davon? Okay, sehr häufig wird nämlich nur über die ersten 3 Level geredet, über die Level Expert, Achiever und Catalyst. Also der Expert ist jemand, der macht selber. Ich habe jetzt mal die Parkourlauf-Metapher verlassen und weil Parkourlauf nicht wirklich eine Teamsportart ist, mich so ein bisschen auf Fußball verlegt. Also der Fußballspieler, der vor allem an seiner eigenen Fitness, an seiner eigenen Leistungsfähigkeit, seiner Technik arbeitet, den würde ich mal als Expert bezeichnen. Und dann gibt es natürlich auch ein Level, der Achiever-Level, der ein Teamziel setzt und die einzelnen Spieler versucht dafür zu motivieren, dieses Ziel zu erreichen und auch
Menschen nach ihren Stärken einsetzt. Das wäre der Achiever-Level. Da geht es darum, zu führen. Und dann haben wir den Catalyst-Level. Da geht es darum, andere dazu zu bringen, persönlich zu wachsen als Coach. Und dann haben wir darüber hinaus noch zwei weitere Level, den Co-Creator und den Synergist. Und das sind aus meiner Sicht Level, die, also auch nach Messungen, die der Bill Joyner durchgeführt hat im Rahmen von Leadership Agility, Level, die in Organisationen heute kaum vertreten sind. Aber welche, die wir brauchen, um die Probleme zu lösen, die wir als Menschheit nun mal haben. Also wie können wir unterschiedliche Perspektiven integrieren, und zwar auch über das Unternehmen hinaus. Wir reden von Stakeholdern, meinen in der Regel die im eigenen Unternehmen, aber es gibt auch außerhalb des Unternehmens Stakeholder. Und der Synergist, der wirklich zum Beispiel, Metapher Sport, die gesellschaftliche Relevanz von sportlichen Ereignissen sieht. Stichwort Deutschland, ein Sommermärchen. Ja, also es geht hier nicht nur um Sport und Fußball, sondern es geht darum, Menschen zusammenzuführen, internationale Zusammenkünfte und sowas zu organisieren. Wichtig ist jetzt bei diesem Modell, es ist nicht so, dass ein Level besser ist als der andere, sondern wir sollten als Führungspersönlichkeiten, wenn wir uns anhand von so einem Framework entwickeln, in der Lage sein, situationsgerecht das zu tun, was die Situation nun mal gerade erfordert. Also wir brauchen alle diese Stile und wir sind alle diese Stile. Wenn wir uns weiterentwickeln, ist es ja nicht so, dass das, was wir vorher mal waren, in andere Entwicklungsstufen dann plötzlich vergessen haben. Pete Behrens ist ein Certified Agile Leadership Educator, der sehr viel mit diesem Framework auch gearbeitet hat, mit dem wir auch eine Zusammenarbeit haben. Und er sagt, Leadership is finding the right blend aus diesen verschiedenen Stilen based on your situation. Also es kommt auf die Situation an, die Ziele, Goals und Emotions. Also auch meine eigenen Emotionen spielen eine Rolle, wenn es darum geht zu entscheiden, was tue ich. Stichwort Emotionen. Der Erfolg beginnt im Kopf. Emotionen entstehen durch Geschichten, die wir uns selber erzählen. Andererseits sind Emotionen, spiegeln sich durch Wahrnehmungen in unserem Körper wieder. Also wenn ich jetzt hier vorne stehe und einen Talk halte, dann merke ich vielleicht, dass ich etwas aufgeregt bin. Ja, das merke ich an Körpersignalen. Die Angst des Torwarts vorm Elfmeter. Also schon allein, ich habe nie Fußball gespielt, aber schon die Vorstellung, ich stehe da und es geht um wirklich was und jemand schießt einen Ball auf mich. Oh. Viele Spitzensportler nutzen mentales Training, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Also zum Beispiel, um Selbstbewusstsein zu trainieren, also das Bewusstsein unserer selbst. Nicht nur, ich bin der Meinung, ich bin ein toller Typ, sondern ich bin mir dessen bewusst, was gerade in mir vorgeht. Fokus zu setzen, das ist das, worum es hier geht. Motivation und Ziele. Resilienz, hatten wir heute Morgen schon, hat die Diana darüber gesprochen. Emotionen wahrnehmen und managen können. Also sich nicht zum Spielball seiner Emotionen zu machen. Und Visualisierung, Vorstellungskraft, also sich vorzustellen, wie ist denn diese Situation, wenn ich jetzt auf einmal da stehe als Torwart und das mental durchzuspielen. Und interessanterweise auch viele Führungspersönlichkeiten auf dem Co-Creator-Level nutzen dieses mentale Training, zum Beispiel Achtsamkeitstechniken, Meditation, das ist ein Beispiel für mentale Trainings, um sich auch mit solchen Situationen auseinanderzusetzen. Jens, du bist dran. Ja, herzlichen Dank. Auf die Art und Weise kann man zu einer tollen Persönlichkeit werden. Also wenn man es lange genug macht mit der Meditation, Dalai Lama muss ein sehr eindrucksvoller Mensch sein. Ich hatte leider nie die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Aber zur Führungsperson gehört noch mehr. Führung ist nicht etwas, was ich bin. Und Führung ist nicht etwas, was die Organisation irgendwie ist, sondern Führung ist vor allem erstmal Beziehung. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Gravitation. Gravitation ist, naja, gegenseitige Anziehung von Massen. Das heißt, es geht eigentlich darum, etwas, was uns zusammenhält. Und in sozialen Systemen, und jede Organisation ist ein Sozialsystem, immer wenn wir über Führung reden, reden wir ja eigentlich über Sozialsysteme, brauche ich auch irgendwas, was uns zusammenhält. Kann man natürlich Geld sagen, aber selbst bei Geld ist immer noch das Vertrauen, dass der andere das Geld tatsächlich bezahlt. Das heißt, das, was zwischen physikalischen Massen Gravitation ist, was die Parkourläufer aus
nutzen, ist in sozialen Systemen das gegenseitige Vertrauen. Agile Führung ohne Vertrauen funktioniert nicht. Und das ist das, was viele Organisationen erstmal nicht verstehen, weil ich muss jetzt Agilität einführen, da wird ein neuer Prozess eingeführt, dabei ganz viel Porzellan zerschlagen. Und dann schaut man sich das an und dann sagen sie, warum ist das jetzt nicht agil? Naja, weil die gesamte Zusammengehörigkeit funktioniert nicht mehr. Das gesamte Vertrauen ist kaputt oder nie da gewesen. Das heißt, Führungsarbeit ist vor allem mal Vertrauensarbeit. Zwischenmenschliche Vertrauensarbeit, aber auch Vertrauen in die Organisation. Das können wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt gibt es verschiedene Formen des Vertrauens. Also ich habe hier mal so ein Beispiel rausgesucht, wie man sich Vertrauen erarbeiten kann. Es ist vielleicht nicht die beste Fassung. Also das ist nicht gemeint. Sondern es geht um ehrliches Vertrauen, um Offenheit. Da muss man verschiedene Ebenen unterscheiden. Es gibt erstmal das persönliche Vertrauen. Ich vertraue dir als Person. Ich vertraue dir, dass du mich nicht anlügst und wenn du es schon tust, dann mit einem sehr guten Grund. Man muss ja nicht immer ganz so ehrlich sein, aber da gemeinsam drin sein. Dann gibt es ein soziales Vertrauen in die Rollenbesetzung. Also ich glaube, dass du diese Rolle gut spielst. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Jemand kann wahnsinnig nett sein, wahnsinnig vertrauensselig, aber leider für diese Führungsrolle eigentlich nicht qualifiziert. Oder ist erst nicht qualifiziert, einfach die falsche Person. Und es gibt ein organisatorisches Vertrauen. Vertrauen, dass die Rollen in der Organisation schon irgendwie so aufgestellt sind, dass sie zusammenspielen und funktionieren. Sondern es sind schön diese drei Säulen, die man auch hat bei intellektuellem Kapital, persönlich, sozial, organisatorisch. Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von der Führungskraft, diese drei Vertrauensebenen auch aufzubauen in der Organisation. Wie tue ich das? Naja, gerade wenn es ums Zwischenmenschliche geht, Selbstreflexion ist der Start. Also nicht alles, was ich vertrauenswürdig finde, wird als vertrauenswürdig wahrgenommen. Weil ich habe super Gründe, genau das zu tun, die ich natürlich kenne. Andere sehen diese Gründe vielleicht nicht. Vielleicht haben sie mit irgendeinem meiner Vorgänger schlechte Erfahrungen gemacht und trauen jetzt niemandem mehr, der irgendwie den Titel Chief, Medium, Weiß, was auch immer trägt. Das funktioniert dann halt nicht mehr. Also ich brauche Selbstreflexion, ich muss aber ganz viel gegenseitiges Feedback machen, als Mechanismus Vertrauen aufzubauen. Feedback auch in dem Sinne, wie der Herr das vorher gebracht hat. Und das Letzte, ich persönlich vergesse das immer ganz, ganz gerne, deshalb habe ich mir das drunter geschrieben, Geduld. Das ist nichts, wo ich einfach mal morgens ins Büro komme und sage, hey Leute, heute könnt ihr mir mal alle vertrauen und dann tun das alle. Das braucht Zeit. Und das ist völlig egal, ob ich in einer Großorganisation bin, die sehr viel Vertrauenskapital aufgebaut hat beim organisatorischen Vertrauen, aber häufig ganz wenig in die Rollenbesetzung, in das individuelle Vertrauen oder ob ich in einer relativ kleinen Firma bin, wo ich das mit Mengen von Bier im Biergarten aufbauen muss. Wichtiger Punkt, was häufig gerade Leute, die eine Transition machen aus dem traditionellen Bereich in eine agile Organisation rüberkommen, die denken so ein bisschen, ich habe ja jetzt nichts mehr zu sagen, die sind ja alle selbstorganisierend. Das ist falsch. Also agile Führung ist kein Synonym für keine Führung, sondern ist ein Synonym dafür, dass ich tatsächlich die gesamte Führungsbreite hernehme. Nicht nur die strukturelle Führung, sondern auch das Zwischenmenschliche, den Vertrauensteil da drin. So, Vertrauen, da kann man jetzt nochmal verschiedene Ebenen reintun. Zwischen dir und Menschen, die dich nochmal, ich habe mal geschrieben, führen, nicht vorgesetzt sein. Also führen kann auch jemand sein, der fachlich mehr weiß als du, der an neue Ideen hat. Lateral Richtung anderen Kollegen, Kunden, aber natürlich auch Personen, die du führst. Und das sind alles Richtungen, wo man an sich jeden Tag am Vertrauen arbeiten müsste, muss man fast sagen, weil jeder, der kein Supermensch ist, wird da tatsächlich an die Grenzen kommen. Da gibt es auch nicht ein Schema F, den einen großen V-Prozess, das V-Modell, um Vertrauen aufzubauen, wäre schön, weil letzten Endes, immer wenn es zwischenmenschlich ist, muss das individuell unterschiedlich sein. Die eine Person braucht viel persönliche Ansprache, die andere empfindet es als übergriffig. Das muss ich erstmal feststellen.
braucht man mehr einen persönlichen Austausch? Wie viel Transparenz brauche ich? Muss ich sämtliche Zahlen offenlegen? Andere Leute sagen, ey, nerv uns nicht, wir wollen mit anderen Dingen zu tun haben. Also auch da ist nicht one size fits all. Wie viel Transparenz brauche ich? Aber auch, gerade wenn ich Richtung andere Führungskräfte gehe, häufig ist es auch so, die brauchen gar nicht so diese Detailgeschichten, die brauchen Aggregationen. Ampeln. Also jetzt nicht Ampelkoalitionen, sondern irgendwie einen sehr schnellen Blick darüber, wo stehe ich eigentlich? Weil die gar nicht die Zeit haben, sich um 150 Dinge gleichzeitig zu kümmern. So, das muss ich verstehen, wer braucht da was, um tatsächlich Vertrauen aufzubauen. Und manchmal heißt es einfach nur, mit den Prozessen spielen, egal wie doof ich das jetzt gerade finde. Und manchmal ist es sehr intensive zwischenmenschliche Arbeit. Hier ein Punkt, der kommt aus der Beziehungsforschung, aber ich denke, das kann auch in der Führungsrolle ganz gut funktionieren. Man muss manchmal auch Dinge tun, die Vertrauen verletzen. Zum Beispiel, man muss jemanden aus dem Team, aus der Organisation entfernen. Das verletzt das Vertrauen natürlich von der Person, aber auch bei den anderen. Das ist so, Moment mal, was passiert da gerade? Da ist es hilfreich, Vertrauen als ein Konto zu sehen. Und da gibt es so diese Regel, auf 5 Einzahlungen eine Auszahlung, so wie er es auf dem privaten Konto ja auch macht. Und oder wieder was andersrum, na, ist wurscht. Also achtet darauf, ihr müsst ausreichend Kapital aufbauen, Vertrauenskapital, dass ihr euch auch mal leisten könnt, eine harte Maßnahme durchzuziehen. Noch nicht am Ende, dann haben wir das Timing, sonst bricht uns das Timing auseinander. Okay, also Schema F, alle über den gleichen Kamm scheren, wird nicht funktionieren. Einfach zu sagen, hier, wir haben Transparenz, schaut euch das an, das machen wir, das wird nicht funktionieren, sondern ihr müsst individuell schauen, was ihr da im Einzelnen hinbekommt. So, jetzt haben wir persönliche Fitness, jetzt haben wir die Gravitation, was uns zusammenhält, und jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir noch das Gelände nutzen. Das ist der Punkt, wo Parcours anfängt, Spaß zu machen. Genau. Das Gelände nutzen. Der Parcoursläufer bestimmt seinen eigenen Weg durch den urbanen oder natürlichen Raum auf eine andere Weise als von Architektur und Kultur vorgegeben. Also das heißt, ich stelle mich situativ auf das ein, muss blitzschnell Entscheidungen treffen. Woraus besteht das Gelände in unserer Organisation? Wir haben die Organisationskultur, wir haben natürlich auch eine Architektur, wir haben organisatorische Silos, wir haben Regeln, wir haben informelle und weniger also nicht informelle, sondern offizielle Verhältnisse, die unser Leben in der Organisation bestimmen. Also das System bestimmt das Verhalten der Menschen zu großen Teilen. Wie können wir dieses Gelände nutzen als Führungspersönlichkeit? Vertrauen. Vertrauen hört sich toll an. Alle, uns geht das Herz auf, wenn wir das Wort Vertrauen hören. Letztendlich basiert agiles Vorgehen sehr stark auf Vertrauen. Jetzt muss ich euch aber enttäuschen, alle Dinge haben zwei Seiten. Wir haben von diesen unterschiedlichen Leadership-Leveln gesprochen und die höheren Leveln, denen gelingt es mehr und mehr, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren. Und das bedeutet eigentlich immer, es gibt Vor- und Nachteile, es kommt drauf an. So eine typische Beraterantwort, die mögen manchmal unsere Kunden nicht so gerne hören, die Kundinnen auch nicht. Und trotzdem ist es die ehrliche Antwort, es kommt drauf an. Ja? Also kommt Vertrauen denn völlig ohne Kontrolle aus? Vertrauen kann enttäuscht werden. Und das würde in der Organisation regelmäßig passieren, weil wir so viele unterschiedliche Interessenslagen haben in der Organisation. Die einen wollen Innovation, die anderen wollen Kosten sparen. Das ist ganz normal, dass man diese unterschiedlichen Interessen hat. Und wir als Führungspersönlichkeiten haben die Aufgabe, sowas auch miteinander zu integrieren. Und wie viel Vertrauen, wie viel Kontrolle wir jetzt brauchen, hängt auch wieder von der Situation ab. Kontrolle, es gibt den schönen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hieß also, Kontrolle immer besser als Vertrauen. Es gibt auch einen anderen Spruch, den wir gemeinsam noch rausgefunden haben, oder du hast ihn mitgebracht, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist billiger.
Wenn man sich überlegt, in der Organisation wollte ich alles kontrollieren, wie teuer wäre das denn? Also wer soll das denn tun, die ganzen Leute, die ich dazu bräuchte? Das würde uns sehr schwerfällig machen. Vertrauen ist billiger, Vertrauen ist eine Möglichkeit zur Reduzierung von Komplexität. Also die zwei Seiten. Auf der anderen Seite haben wir auch, wie würden wir denn kontrollieren? Wahrscheinlich anhand von Regeln. Und auch da gibt es zwei Seiten. Wir könnten uns regelkonform verhalten, wir könnten aber auch sagen, wir verhalten uns immer situationsgerecht. Und da gibt es ein weiteres Zitat von dem Klaus Eidenschink aus dem schönen Buch Entscheidungen ohne Grund. Dienst nach Vorschrift bringt alles zum Erliegen. Also immer nur regelgerecht uns zu verhalten, würde die Leute davon, die würden halt einfach nicht mehr, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, würden nur noch das machen, was sie gesagt bekommen. Damit wären wir viel zu schwerfällig. Aber alles nur situativ zu regeln, erzeugt zu wenig Koordination und Verlässlichkeit. Die Menschen wollen ein Gefühl der Sicherheit haben. Das ist ganz natürlich, wir alle wollen das. Unser Gehirn ist so gebaut, dass es dieses Gefühl der Sicherheit haben möchte. Und dazu braucht es auch Regeln und Verlässlichkeit. Also keine Regel ohne Ausnahmen. Natürlich nicht zu viele Regeln. Regeln haben Vor- und Nachteile. Also viele Regeln sind von außen gegeben, gesetzlich vorgeschrieben. Zum Beispiel bei uns in der Firma ein Thema Arbeitszeiterfassung. Dafür gibt es einfach Regeln. Das macht keinen großen Sinn, darüber ewig zu diskutieren. Da muss man einfach durch und kann versuchen, das so leichtgewichtig wie möglich umzusetzen. Ordnung und Sicherheit. Regeln schaffen Ordnung und Sicherheit. Ja, das ist vielleicht nicht so der Hauptwert in der Agilität, aber für viele Dinge in der Organisation, gerade in großen Organisationen, müssen Dinge geordnet und gesichert ablaufen. Und sie sorgen auch für Effizienz, insbesondere für bei Dingen, die halt mehr oder weniger auf eine ähnliche Art und Weise ablaufen. Wenn wir zu viel davon haben, kommt zu einer Überbürokratisierung und wir werden zu einem schwerfälligen Tanker, der kaum noch seine Richtung ändern kann. Und wenn wir die Regeln, wenn wir als Führungspersönlichkeiten die Regeln erlassen, ohne die Mitarbeitenden dies letztendlich ausbaden müssen, damit einzubeziehen, dann wird es wahrscheinlich zu Widerstand kommen, weil die Menschen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt fühlen. Und das hat die Diana heute früh ja auch nochmal betont, wie wichtig das Gefühl von Autonomie im Team ist, insbesondere in agilen Teams. Also ein paar Tipps, lieber Prinzipien als starre Regeln, also lieber Leitprinzipien, nach denen wir unser Handeln einstellen können. Intuition, Besonnenheit und Entscheidungsfreude bei der Anwendung von Regeln. Und das gilt sowohl für uns als Führungspersönlichkeiten, als auch für die Menschen, mit denen wir führen. Also wenn wir jemanden tadeln oder bestrafen dafür, weil er Regeln nicht eingehalten hat, ohne zu fragen, warum, dann geht der Schuss nach hinten los. Auch das hat Diana in der Keynote ja schon angesprochen. Eigenverantwortung fördern, also den Menschen sagen, Regeln können Ausnahmen haben, du trägst die Verantwortung, und aber auch darauf achten, dass die Menschen diese Verantwortung auch annehmen möchten. Nicht jeder oder nicht jede möchte das gleichermaßen. Und auch noch wichtig, Regel- und Vertrauensbruch, das dürfen wir nicht einfach ignorieren. Weil wenn wir das tun, dann entsteht der Eindruck in der Organisation, das kümmert ja niemanden. Also wir brauchen uns nicht an Regeln zu halten. Das ist die Botschaft, wenn wir einfach so tun, als wäre nichts. Und deswegen ist es wichtig, das zum Thema zu machen und darüber zu sprechen, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Beispiel Netflix. Da gibt es ein schönes Buch, No Rules Rules. Netflix ist eine Firma mit keinen formellen Regeln. Es gibt keine wirklichen Regeln. Es gibt Freiheit für die Mitarbeitenden und sehr viel Verantwortung. Also die Mitarbeitenden sind gefordert, Verantwortung zu übernehmen und sehr eigenständig zu arbeiten. Sie sind aber auch gefordert, alle Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen zu tragen. Und es gibt niemanden, der sie beschützt, wenn was schiefläuft. Nicht die eigenen Führungskräfte. Ja, was ja manchmal auch angenehm ist für Mitarbeitende, wenn sie nicht alle Fehler ausbaden müssen. Es wird von den Mitarbeitenden erwartet, dass wenn sie dem hohen Leistungsanspruch, den es in dieser Organisation gibt, wenn sie dem nicht gerecht werden, dass sie dann die Firma verlassen. Also es ist ein hoher Leistungsstandard, es ist aber auch ein hoher Leistungsdruck. Es gibt, um diese Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufrechtzuerhalten, hat das Thema Feedback einen hohen Wert. Also jeder ist gefordert, jedem anderen ständig Feedback zu geben, also unabhängig von der hierarchischen Position.
mit radikaler Offenheit. Das fühlt sich nicht immer gut an. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, ein Feedback mit radikaler Offenheit zu kriegen, tut manchmal richtig weh. Also ich würde sagen, das ist nicht für jeden. Möchtest du bei so einer Organisation arbeiten? Ich denke, das hat was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor. Für mich wäre es nichts. Aber es gibt Leute offensichtlich, die sich da sehr wohlfühlen und die da sehr zum Blühen kommen in dieser Kultur und in diesen Strukturen. Und ich denke, dass auch das ist wie so vieles andere eine persönliche Entscheidung. Jetzt, du darfst wieder übernehmen. Staffelstab, auch eine sportliche Metapher. Gut. Wir haben versucht, so ein bisschen den Parcourslauf, das, was man braucht, abzubilden auf Führung. Und ich glaube, einer der Kernpunkte da drin ist, Führung muss sich ändern, wenn die Organisation schneller werden will. Wenn ich auch mal in der Lage sein will, über einen größeren Abgrund drüber zu kommen, das muss ich vorher trainieren. Ich muss meine eigene Führung verändern. Das klappt nicht immer. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich lese euch das mal vor, Wikipedia zum Thema Gesundheit bei Parcours, also klingt natürlich immer, man ist fit und so. Anfängliche Versuche können leicht zu Verletzungen führen oder sogar lebensgefährlich sein. Daher sollte man dabei besonders vorsichtig vorgehen und sich ausreichend informieren. Ein wichtiger Satz ist, Parcours ist nur so gefährlich, wie man es sich selbst macht. Der Trasseur, also so nennen die sich, der Trasseur muss sich sicher sein, dass er das Hindernis überwinden kann, andernfalls sollte er sich vorerst ein leichteres suchen. Man wagt nur Sprünge, bei denen man sich sicher ist, dass man diese auch schafft. Der Schwierigkeitsgrad wird also in sehr kleinen Schritten gesteigert. Und das hat mich doch sehr stark an das erinnert, was wir bei agilen Transitionen machen in großen Organisationen. Es geht nicht darum, gleich alles umzubauen. Es geht darum, in Schritten die Schwierigkeit zu steigern und vielleicht auch mal zu zeigen, dass es auch andere Wege gibt, mit dem existierenden Gelände umzugehen. Da vielleicht mal auf kreativere Weise durchzugehen. Aber man sollte schauen, dass man sich dabei nicht übernimmt und dass man den eigenen Trainingszustand nicht so dann beendet. Also, neues Führen. So neu ist es eigentlich gar nicht. Es ist eine veränderte Perspektive aufs Führen und den klaren Blick darauf, ihr müsst auf euch aufpassen, ihr müsst auf eure Beziehungen aufpassen und es ist Teil eurer Führungsarbeit, die Organisation um euch herum zu gestalten. Und passt auf, dass ihr dabei nicht so endet, sondern dass ihr euch selbst und die Organisation nicht übernehmt.